quasi jetzt grob aus erstmal alles. Ich habe zwar schon mit Schwarz zuvor gearbeitet. Wenn das jetzt alles grob ausgemalt ist, dann mache ich dann neben ein Stück Pappe, dann zum Beispiel hier dieses Benebeln, das machen wir mal schwarz und alles. Mhm. Und dann die Details dann rein. Ich mache hier diese, was auch immer das ist, zum Festmachen oder so, das mache ich hier auch ruhig in die Ecke. Auch noch mit dieser Wasserspiegelung. Das ist das, was ich meine, ein ruhiges Bild. Liebe Angler und Wassersportler, heute sind wir mal nicht auf dem Wasser und testen keine Echolote, sondern wir haben Rocket 192 oder 192 zu Besuch, der unsere Firmenzentrale etwas verschönert. Lieber Ronny, wie lange bist du denn schon dabei, Graffiti und solche tollen Bilder zu machen? Also mit der Kunst habe ich angefangen 1986, ja, mit 6 Jahren schon habe ich Kohlezeichnungen gemacht mit Landschaften und zum Graffiti mit der Sprühdose kam ich 1993 schon, mit 13 Jahren. Okay, wunderbar. Ja, wir haben seit 3 Jahren eigentlich für unsere kleine Flutmauer andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Garagentore, das hat sich aber erst später ergeben, jemanden gesucht und wusste nicht, dass es in Salzgitter wirklich so einen begabten jungen Mann gibt. Wo hast du denn schon Bilder an die Wand geworfen? Also angefangen habe ich eben, wie gesagt, in Salzgitter. Das hat sich dann immer mehr hochgestuft. Später bin ich mal nach Braunschweig, mal nach Hannover und mittlerweile male ich schon international. Also ich habe in Westafrika gemalt, in USA jedes Jahr male ich schon. Europaweit, wo war ich noch? In Dänemark war ich schon. Und jetzt den jetzt auch mal in der Schweiz und immer weiter. Wunderbar. Ja, also wir werden das Ganze ein bisschen filmisch und dokumentarisch, fototechnisch verfolgen. Und es gibt gleich einen schönen Film darüber. Viel Spaß dabei.
wird dann beschneiden. Ich mache da erstmal alles so halbwegs kleiner und dann kommt nochmal der ganze Farbeffekt nochmal rein. Hier geregnet, da passiert nichts. Das ist das Schöne an Acrylfarbe. Gut, beim Streichen ist es was anderes mit der Streichfarbe. So. Fertig. Soll ich die Kamera anlassen? Voilà. Super. Willst du ausmachen? Ja, ja.